Ja, und ein Hallo, da sind wir auch schon wieder zum 11. Rennen in Brno. Brünn, Adrenalin pur, Highspeed und atemberaubende Steigerungen garantieren spektakuläre Weltmeisterschaftsläufe. Und das schauen wir uns gleich an. So, ich habe jetzt Ben Spies als Gegner mal ausgesucht. Dass wir da, genau, vielleicht ein Angebot bekommen. Insofern wir ihn natürlich besiegen. Auch klar. So, ich glaube, wir werden gleich wieder einen Doppelstint machen mit Silverstone dann. Kurz, zweiter Test unten gedreht. Aha, wieder leicht nass, aber das dürfte funktionieren. Und los geht's schon. Ja, das wird wieder zum Schluss dann ein bisschen auftrocknen wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir die Bremslinie nicht, das ist auch wieder nicht ganz so optimal. Na gut, probieren wir mal eine Runde. Keine Gegner hier unmittelbar, das ist auch sehr gut. Ja, das Wochenende fahren sie auch in Wirklichkeit in Brno. Das allererste Mal ein österreichischer Pilot dabei mit Martin Bauer und der MotoGP. Sein Ziel, nicht letzter zu werden, ganz klar. Gespannt, wie es ihm geht. Ja, und für uns wäre es jetzt natürlich ganz optimal, wenn wir jetzt nur die eine Runde brauchen. Aber dem nass ist, wird es wieder auftrocknen und dann wird es wahrscheinlich schneller gehen. Ja, 6-10, das ist schon mal gut. Boah, wir sind wieder ziemlich zeitig draußen eigentlich, aber von dem her. Na egal, fahren wir die Runde mal zu Ende und schauen wir mal. Ist leider die Kamera ein bisschen bescheiden, sehe ich halt unten. Warum auch immer. So, rauf, jetzt kommt noch eine Zwischenzeit, 1,4. Das war wiederum leider etwas zu spät vorher. So, mal in die Linie. Okay, gehen wir mal in die Box und schauen mal, ob es eventuell reichen könnte, aber wahrscheinlich werden die Zeiten purzeln. Momentan schaut es natürlich top aus noch. 03. Oh, das geht, da geht schon noch hin. Da geht schon noch hin. Und da sind wir schon Dritter. Ja gut, egal. Ah, Nummer 5 da, okay. Startaufstellung ist eh nicht so. Damit endet die erste Qualifying Session. Die ersten beiden Fahrer können in der nächsten Runde in den Kampf um die Pole Position eingreifen. Ich will schreien, ich will ins Rennen. Nicht zu lange hier im Qualifying aufhalten. Mein Name ist auch hier wieder auftrocknen. So, da können wir wahrscheinlich eh nichts machen. Können wir das trotzdem irgendwie einstellen? Hinten hart. Nein. Wird jetzt wieder den Kummi runterholen. So. Start frei, Brno. Pedrosa, Marquez, Lorenzo, Rossi, Vierter, Crutchlow, Bautista, gutes Quali, Dovizioso, Prado, nur Achter, Hayden. Iannone, Smith, Spies, Espargaro, Binet. Baum, wir stehen direkt hinter Spies, den müssen wir diesmal knacken. Das wird jetzt schon ein bisschen interessanter als wir Abraham. Mal schauen, ob es die Strecke generell zulässt. Silverstone bin ich mir nicht so sicher, da bin ich da so schnell mit dem Rennen. Ich muss das die KI mal anschauen, also bin ich auf der Strecke nicht so. Das ist die, was mir eigentlich am wenigsten gefällt.
mag ich hier, wenn ich Silverstone, ich weiß nicht. So, da mach ich mal Spieß. Uiuiui, was geht er da mitten auf der Strecke vom Gas oder wie schaut das aus? So, Spieß haben wir, passt. Ah ja, und so wieder. Uiuiuiui, da gibt uns eine mit hier, Bautista glaube ich war das, oder? Iannone da ein bisschen zurück. Gerutscht in der Platzierung. Körb nass innen, ganz gefährlich. Da bin ich jetzt nur drüber gerollt, ohne viel zu machen. Und Spieß, ja, der weiß auch. Uiuiuiui, sorry, das, so will ich nicht aus dem Ding stoßen. Das ist ganz klar, na, das geht nicht. Das machen wir im fairen Zweikampf, für das haben wir Gott sei Dank die Wiederholung. Rossi nur Vierter, aber immerhin. Ja, der hat das Quali, ist dann nicht so gut von ihm. Aber das ist nur dann nicht so gut, wenn wir selber nicht mitfahren. Das könnte natürlich auch sein. Zeiten auf jeden Fall und dann ist er natürlich, ja, und jetzt wäre die schnellste Runde. Aber was ist damit Hayden? Ach du meine Güte, jetzt steht der da, was ist denn da los? Achso, der ist da einfach so langsam, na gut zu wissen, okay. Ja, weil es eben ein Computerspiel ist, hat man eben die Wiederholungen, das ist ganz okay. Genau für solche Aktionen. Ja, wir sind schon wieder 8er, sehr gut. Vor Spieß, das ist einmal das Wichtigste. Ja, ansonsten schauen wir einfach, wie weit wir noch vorkommen, dass wir da unter die Top 10 bleiben mit der Gesamtwertung. Wäre natürlich der Traum vor ein paar normalen Motorrädern, nicht Clemens Wool, sondern schon die MotoGP Bikes. So, Bradl kämpft er mit Dovizioso. Die haben jetzt da wieder witzigerweise ein gröberes Problem. Mal schauen, mal über die Runde gesehen. Dürfte ich da auch wieder besser sein, so wie es ausschaut. Da geht's wieder alles. Das passt eigentlich auch. Ja, er kann's ja. Der KI. Da sieht man's wunderschön hier, das Tempo perfekt. Warum geht das nicht in jeder Kurve? Ja, auch alles Paletti eigentlich, kann man sagen. Ja. War nur für wieder Fahrfehler, dann bin ich ein bisschen weg. Und jetzt da steht er plötzlich beim Anbremsen. Streckenkort von Bon. Na, hier ist er mal auf jeden Fall zu langsam, der ersten Schikane. Hier müsste es wieder halbwegs gehen, wenn es wahr ist. Da war da auch was. Ja, geht noch. Berühmt ist er auch nicht beim Anbremsen. Na, da lässt er auch ein bisschen was liegen beim Rausbeschleunigen. Oder war da jetzt nur ein kleiner Fehler drin? Weiß man nicht. Die Anbremsen geht wieder. So, jetzt hier. Schauen wir mal. Naja, ist eigentlich, ja, jetzt hat es aber halbwegs funktioniert eigentlich.
nichts Gröberes. Und hier raus hat er wieder Probleme leider, da geht er einmal wieder vom Gas kurz. Das und auch dort, hier führt wieder da daher, okay. Ja, zum Glück nicht ganz so dramatisch, jetzt nachdem sie sich alle ein bisschen eingefunden haben. Haben wir auch noch dran hier, ja, wunderbar. Ja, da darf ich mir nichts wieder erlauben. So, schau mal, jetzt sind wir da gemütlich auf B7, ganz entspannt, gechillt hier, Bradley hinter uns. Jetzt fahre ich ihm schon wieder rein, aber das ist ja wirklich... Ja, okay, die ist aber wieder extrem schlecht gemacht, muss ich sagen, also das muss nicht sein. Sorry, geht schon weiter. Ja, okay. Das war jetzt der Pause verschuldet. Alles live und geschnitten hier. Ja, meine Formel-1-Saison muss ich auch jetzt schon langsam mal zu Ende bringen. Dass ich zumindest einmal einen Abschluss schaffe. Interessanten Grand Prix werde ich dann rauslassen, dass ich da nicht alle noch bringe. Jetzt kommt dann bald das 213er auch raus. Also 90er und 80er Autos noch gibt, falls da Formel 1 Fans jetzt die auch dabei sind. Das wird auch Let's Played. Mal schauen, wie es dann ausgeht. Gespielt wird es auf jeden Fall. Wie viel ich spielt, weiß ich nicht. Mal schauen. Da fahre ich auf jeden Fall weiter, dann ein weiteres Projekt ist dann von mir noch Rome 2 Strategiespiel. Da werde ich aber dann auf einem anderen Kanal, einen Ablegerkanal von mir, die Spiele dann hochladen, weil hier mehr Motorsport ist. Das habe ich gesehen, das ist dann besser, wenn nicht alles auf einem Kanal ist, finde ich. Obwohl, ja, sicher sind alles seine Vor- und Nachteile, aber das will ich jetzt mehr oder weniger mal als Motorsportkanal lassen. Zum Großteil. So, Dovizioso haben wir jetzt hier mal in der ersten Schikane überholt. Also wenn das würde reichen, wenn die erste Schikane normal befahren würde, aber sagen wir halt ein bisschen schneller. Ja, der Kurs ist ja beinahe schon perfekt. Hier haben wir Crutchlow. Ja, Bradl, Crutchlow, Dovizioso und so, anscheinend keine Chance. Da ist aber einen dicken, den einen oder anderen Zehntel zu langsam, dass er dann wirklich da ganz vorne mitfahren kann. Ja, Crutchlow mit seiner Yamaha hier kann ich ganz die Top 4 mitgehen. Ah, wir haben Zeit genug, da kommen wir noch vorbei. Wir haben keinen Stress, unseren Rivalen haben wir geschlagen. Das soll vom P8 haben wir auch ganz easy drin. Das können wir uns alles hier ganz locker anschauen. Ohne nervös zu werden. Aber Crutchlow aus dem gutes Tempo, wo er nicht ganz mitkommt. Ja, leichter Fehler bei mir. Jetzt kommt da Dovizioso wieder daher. Aufpassen, dass er nicht reinsticht. Die checke ich auch einfach nicht. Unglaublich. Raus hier, jawohl, so kann er jetzt seinen Speed-Vorteil nutzen.
Aber Bremsen, zum Bremsen ist er hier zu blöd, also ja. Ja, ohne ABS würde ich da vielleicht auch nicht so rein bremsen, aber alle anderen Kurven schaffen das ja auch irgendwie. So, jetzt fahren wir da mal ein bisschen versetzt, das ist eigentlich generell immer gut beim Motorrad. Straßenverkehr, so jetzt hier, ja, sieht man schon, Strecke trocknet ein bisschen auf. Ja, und hier ganz easy vorbei wieder an Crutchlow, ja, wenn man hier das Tempo drin hat, dann sieht man schon bei mehr Kurven. Muss ich da Fehler machen? Ja, danke, da fährt man wieder optimal rein, wieder genau der beschissene Abstand, wo er einen abschießt. Oder ihn vorbeifährt und ins Gras fährt oder was auch immer. Na, da ist noch auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf. Ich befürchte wahrscheinlich frühestens erst dann im nächsten Jahr, patchmäßig schaut es ganz traurig aus. So, jetzt heißt es, wir müssen zusammenreißen. Ja, und damit schaue ich die Bahn mit, dankeschön. Da bekommst du auch eine. Ja, der Reifen schaut nicht so gut aus, bei knapp über der Hälfte. Jetzt komme ich schon in die Wiese raus, was ist denn da los? Kaum zu fassen. Ah, das war Bradl, da dachte ich, ich habe hinten gesehen, aber... Nee. So, wieder mal ran an Dovizioso. Ah, das war jetzt ein bisschen durchwachsen. Da, ein paar Kurven von mir, von der Leistung her. Ja, gerade noch gut gegangen, aber man sieht es auch hier, geht schön, wenn man rausfährt. Ja, und jetzt. Wo ist er? Ja, hat es aber geschafft. Schon, er fährt wieder raus hin. Aber Crutchlow hier gar nicht so schlecht. Jetzt kommt er eher wieder Spur ran hier. Einer kann sich vorne absetzen. Ist es Lorenzo oder ist es Rossi? Ich habe ganz vergessen zu schauen, wer da vorne unterwegs ist. Es ist auf jeden Fall eine Yamaha. Obwohl, ich sehe da ein rotes Knie. Das müsste Lorenzo sein auf der 3. Hat sich der Rossi nach vorne geschoben. Hat auch eine schnellste Runde gehabt. Aber vielleicht ist er wirklich mit einem Top-Speed hier unterwegs. So, wie es momentan ausschaut. Der ist einfach schnell. Jetzt bin ich gespannt auf der Start- und Zielüberfahrt. Der Crutchlow kommt da wirklich näher. Das will ich mir ja fast von hier anschauen, wie sich das weiterentwickelt. Der da rankommt an... Ich schätze mal, das ist wieder Pedrosa. Und wieder eine Kurve, jawoll! Also wir sind nicht in die Wiese. Irgendwie vorn gehört, bremsen, keine Ahnung, Rossi erster, ja, Pedrosa, Lorenzo, Marquez noch vierter, das kostet Punkte für die WM. Ja, ich will gar nicht überhobeln und komme aber trotzdem vorbei. Gut, okay, wenn er nicht kommt, dann... Ich glaube nicht, der Bremsen von der KI. Ah, Marquez, nicht ganz gut drauf, eher eine Yamaha-Strecke, wie es ausschaut. Sorry. Ah, schon orange das Motorrad. Mit Vorsicht hier zu genießen das Ganze. Die Honda Power, jawohl.
dem wird es nicht scheitern. Aber gehen wir mal die Aprilia-Linie. Hat er keine Chance, Marquez. So, Lorenzo da dran an Pedrosa. Da kommt er schon. So, aber jetzt vollste Konzentration auf unsere Kurve oben. Dann schaffen wir es jetzt einmal im Rennen. Da zieht er auf, Marquez. Ich höre ihn schon, ich habe mich das nur nicht getraut, ganz reinzulegen. Bremsung hat eigentlich nicht gepasst. Lorenzo dran hier an Pedrosa. Ah, das wird ein Yamaha-Tag, glaube ich, so wie es ausschaut. Deswegen ist auch Ratschlo nicht so schlecht unterwegs. Jetzt hat er Yamaha. Gute Traktion. Bei der Yamaha eben. Da greift er schon, da greift er schon nach Pedrosa. Hoffentlich gibt es keinen Sturz für die beiden. Und da greift er schon an. Und da greift er schon an. Aber Pedrosa hart auf der Bremse auch. Aber jetzt hat er, ja, jetzt hat er einen leichten Stoß, leichten Stoß gegeben auch. Oh, da kommt aber wieder. Harte Bandagen hier bei Lorenzo gegen Pedrosa. Marquez da mit leichten Speedproblemen. Da sind da gut im Zweikampf die beiden. Dann machen wir ganz entspannt so hier, jawohl, und dann gehen wir außen. Ah, jetzt muss er wegen mir vom Gas gehen, Lorenzo. Hilft nichts, oh, da kommt er gleich wieder. Oh ja, 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 da ist er schon wieder auch. Ja, genau, das ist die Kurve, da steckt sie rein komplett ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ja, sie versuchen es mit eben die paar Kurven langsamer und dann sie wieder reinstecken, dass sie ein paar Überholmanöver reinbekommen, aber meiner Meinung nach wäre das anders ein bisschen besser. Ja, künstlich da die Action reinbringen. Ja, muss nicht sein. Gleich geht's in die letzte Runde. Schaffen wir doch auf Podest oder nicht? Schaut gut aus. Ja, da zieht uns wieder raus. Und da ist er schon wieder.
Ah, jetzt erkennt er keine Freunde mehr in der letzten Runde, Lorenzo. Ja, jetzt wird schwer, jetzt glaube ich nicht, dass man da mal... Ah, lass uns da mal rausbeschleunigen, dass da irgendwie keine Probleme hätte. Gut, wir sind ja jetzt auch nicht so Bombe unterwegs hier. Ah, ich glaube, das war's. Es gibt nur P4, Marke ist da hinten, gurkt auch noch herum. Hier wäre, wenn man gerade ist, eventuell eine kleine Chance. Rauf wird schwer, da müsste man schon ganz optimal dran sein und nicht einmal dran, glaube ich. Ja, hinten rutscht man schon, Reifen ist komplett runter, so, auch wenn das Marquez nicht nur hier rangreift. Na, hier raus, schauen wir eh besser aus, sehr gut. Und das war's. Das Rennen in Brno. Während sich die Champions wunderbar auf den Weg in den Park Vermeer machen, werfen wir einen schnellen Blick auf die Resultate. Ja, Rossi vor 30 Sekunden fast auf Pedrosa. Lorenzo hat es nicht geschafft. Ja, wir haben da auch ein bisschen reingepusht ihm, aber probiert hat es, aber Pedrosa hat da immer schön gekontert. Also sie waren eigentlich relativ gleich schnell. Quatschlo, ja, hat dann doch keine Chance gegen Marquez gehabt. Dovizioso, sehr guter Siebter. Radl, Achter, ja, ist auch geblieben. Und dann Riesenrückstand hier, Nicky Hayden, 14 Sekunden Rückstand auf Stefan Bradl. Was ist denn da los? Claudio Corti dran an Hayden, auch nicht schlecht mit der FDR Kawasaki. Rente Debuné vor Alex Espargaro, ja was ist da los mit der Espargaro jetzt? Komisch. Lukas Peschek, Danilo Petrucci und Andrea Iannone hier nur 15. Spies 16. Ja, den haben wir geschlagen. Schon mal 1-0-5. Das ist schon mal sehr positiv. Jetzt können wir den nächsten Gegner nehmen. Da weiß ich nicht, ob ein 1-0 reicht. Lass uns sogar kein Angebot machen. Das ist natürlich die große Preisfrage. Was haben wir da noch? Aufregendes. Ja, Bautista. Da nur 24. Das ist noch zu erwähnen. Rossi vorbei an Marquez. Ja, so schnell geht's. Aber Marquez ist sicher wieder da im nächsten Grand Prix und überhaupt. Also mache ich mir keine Sorgen. Lorenzo schon 25 Punkte, Pedrosa 27. Und Dovizioso auf sehr guter 5. Position mit seiner Ducati. Da bin ich überrascht. Aber momentan sind wir ihm da schon sehr nahe. Beim Crutchlow, Bradl auf seiner 8, da wird er auch bleiben, obwohl er gar nicht so viel Rückstand auf Crutchlow hat. Da wird er wohl auch ein bisschen mehr ausgefallen sein, Crutchlow anscheinend wie Bradl. Wenn nichts ist, ist Crutchlow auf jeden Fall schneller. Wie Bradl hier im Spiel zumindest meistens. Ja, und Espargaro vorbei an Bautista, das glaube ich auch nicht ganz, aber ja, Bautista wieder ohne Punkte und Espargaro ein paar Punkte, ist er immerhin 10. Ja, sehr interessant, sehr interessant. So, wir machen mal gleich weiter. Ja. So, da werden wir gar nicht lange rumtun. So, weiter so, genau. Ich habe im Duell mit Baum 100... Ja, ist ja Blödsinn. Bin ich gegen ihn gar nicht gefahren. Na gut. Man schreibt die Zeitung noch auf die Schnelle. Siegenbrünn, Rossi zeigt seine ganze Klasse in Tschechien. Jawohl. Baum erzielt Platz 4 und ist damit Bester seines Teams. Jawohl. Und weiter nach Silverstone. Den Flieger rüber, ja klar. Wunderbar, so. Hier was Interessantes, Platz 8 wieder, keine Frage, das wissen wir. Und jetzt... Genau,
Teaminteresse, schauen wir mal, da ist, wir sind jetzt eingestellt. Ben Spies noch, ja genau. So, dann nehmen wir mal Ionone, dass wir da auch einmal gefahren sind. Da muss ich ein bisschen einschreiben bei der Ducati. So, ja, jetzt wird es interessant. Silverstone, den mag ich eigentlich nicht so, aber versuchen wir mal unser Glück. Herz British Grand Prix. Hallo, aus Silverstone. Alles ist bereit. Bin schon gespannt, wie sie sich da in echt auch tun. Wird sicher interessant. So, gehen wir mal raus. Die zweite Runde habe ich ja schon gedreht. Auf Start und Ziel, das muss auch halbwegs passen, aber das war eben nicht so gut, da muss man glaube ich ein bisschen ausholen. In der Formel 1 hier fast voll die Kurve, oder zumindest Eingang runter nur, und hier muss man fast die dritte runter. Jetzt habe ich da im allerletzten Sektor extrem viel Zeit gemacht. Ah, da war die falsche Kurve. Shit. Meine zwei Streckenabschnitte, alte Box, neue Box, irgendwie verwechselt es immer. Wo ich schon wieder rumgedreht habe, auch in der Formel 1, aber irgendwie... Okay, das war nix. Da müssen wir jetzt noch eine drehen. Ach so, ja genau, da ist ja bei Formel 1 eigentlich die Linie, die ist da eben nicht. Ah, das ist da anders, okay. Da geht ja die Formel 1 nicht voll. Die engste Stelle auf dem Kurs eigentlich. Nicht innen über das ganz rote drüber, das könnte böse ausgehen. Ja, die nimmt leider absolut kein Ende, die Kurve, das ist auch immer so ein Trauerspiel an der Formel 1. Liegt man die nicht wirklich. Da sind wir die mal ein bisschen besser erwischt hier. Zweiter. Ah, jetzt habe ich die wieder versimmelt. Ja, da habe ich schon ganz gepasst. Oh, 6 Wege, wo ist es euer Zwischenzeit, oder? Das ist schon mal gut, persönliche Bestzeit. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen üben, dann kommt man da schon irgendwie rein auch, aber... Geht wieder witzigerweise schneller. Wieder grau. Ja, das ist nicht gut.
auswirken. Fahren wir gleich mal weiter. Ziel voll durch, jawohl! Dritter, verdammt! So, komm, einen machen wir noch. Ui, da werden wir fast abgeschossen. Ja, das wäre auch so ein Ding, das man noch patchen könnte, da beim Respawnen. Aber gut, übersichtlich. Johnny ein anderes hier, oh weh, oh weh, warum hält das der das nicht auf? Jetzt müssen wir gleich einmal auch rot, sehr gut. Ah. Bisschen seine Linie studieren. Ja, Gang, das passt schon mal von automatisch hier, sehr gut. Oh weh, da bremst es schon wieder nicht so interessant, nicht so gut. Da kann man ganz locker überholen. Frömmling haben wir jetzt auch geschafft. So, wir schaffen wir nächste Zwischenzeit an. Zweimal rot besetzt. Jawohl. Rausgekommen, aber das dürfte nicht so viel machen. Ah, das ist gar nicht so einfach. Da bin ich wirklich gespannt, in echt auch, wie sich die da tun. Ich finde den symmetrisch und ich weiß nicht, keine Ahnung. Der Rhythmus fehlt mir da irgendwie. 07, na wenn das nicht reicht, dann weiß ich jetzt aber auch nicht, aber jetzt passt das auf jeden Fall. So. Und Bradley Smith wird mir dabei, Janone und Spies nicht im nächsten Quali dabei. Und, aha, unser Teamkollege, glaube ich, hat sich fix schon im Training qualifiziert, wie es ausschaut. Espargaro passiert ja hin und wieder. Das ist schon mal gut für die Ausgangsposition für ihn. Damit endet die erste Qualifying Session. Die ersten beiden Fahrer können in der nächsten Runde in den Kampf um die Pole Position eingreifen. Zwei neue Nachrichten. Ja, hier live, gerade aufs Handy, ein Comment zum 41. Take von De Gouda 3000. Ich spiele pro und realistisch. Immer noch zu leicht für mich. Rennen mit 3 Runden gewinne ich mit einem Vorsprung von 9 Sekunden. Ja. Ja, leider. Danke nochmal an De Gouda 3000 fürs Comment. Da muss ich ihm natürlich auch recht geben. Es ist leider zu leicht. So, mal weiter. Auf Pro? Achso, meint er da die... Achso, die Fahrweise wahrscheinlich. Mhm. Na, so schnell bin ich nicht. Wir sind live. Ich gehe das Ganze ein bisschen entspannt an. So, jetzt werden wir uns noch gleich... Ja, heute sind wir noch relativ flott unterwegs. Da werden wir uns jetzt gleich... Achso, Blödsinn, wir sind ja im
Obwohl, jetzt die Frage, soll man da jetzt fahren oder nicht? Nein, komm. Scheiß drauf, sind wir jetzt 12. oder 11. oder 10. Gleich mal die Reifen drauf, fahren wir gleich wieder das Rennen. Mag ich doch ein Qualifying fahren. Aber wir werden es so vorspulen, vielleicht hilft das Rossi ja ein bisschen. Und da ist er schon Erster, jawoll! Also so Firma, aha, aber Nummer 3. Lorenzo ist der 5. Bradl 6. Schauen wir mal, bleibt es dabei? Ja, sehr schön. Ja, Lorenzo von Crutchlow mal geschlagen. Wunderbar. Rossi jetzt dann doch nur 3. Bradley Smith hier, Alex Espargaro, ja, da wären wir wohl maximal 10. Also gut, für das jetzt da wieder die Zeit verstreichen lassen, ist auch nicht so. Jetzt wissen wir, welche Startpositionen die Fahrer morgen im Grand Prix einnehmen werden. Ja, das wissen wir. So, weiter, weiter. Da wird ein Lied, holen wir uns gleich nochmal was zu trinken. Dass wir nicht verduschen. Hallo liebe Zuschauer und danke fürs Einschalten. Ja, hallo Eddie. Im englischen Silverstone beginnt in Kürze der 12. Lauf der Moto. So. Schauen wir nochmal. Harter Reifen vielleicht. Okay. Mehr will ich gar nicht wissen. So, startfrei in Silverstone. Jetzt bin ich da mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir kennen die Strecke noch nicht so gut und KI wissen wir jetzt auch nicht wirklich. Aber Motorcrew und so, kann ich mich erinnern. Aber weiß ich jetzt gar nicht, war das schlimm oder nicht? Ui, da ist Smith. Brennt die Depuné. Oh, war ein Ticken zu schnell. Edwards Peschek, da haben wir jetzt wieder zu viel Glück auch gehabt noch mit den Kollisionen. 19er sind wir da nur. Wir können hoffen, dass hier auch ein bisschen Probleme gibt beim Beschleunigen oder irgendwas. Okay, hier die Hand ab. Vermerkte, wir innen sind schon in der Kurve. Für einer quer. Da kommt da keiner. Uiuiuiui. Da steht er und Lorenzo. Ja, damit ist er weg von der WM. Damit ist er weg von der WM. Erste Runde, muss man uns gleich anschauen, was passiert ist. Dann im Replay Lorenzo auf jeden Fall müssen wir uns anschauen. Damit hat er sich gerade verabschiedet aus der WM. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, die WM auf jeden Fall. Also zu weit zurück. Rossi, das lässt sich dann keiner mehr nehmen. Dann sind dann alle drei vor ihm. Marquez mit der schnellsten Runde. Ja, hier dürfen wir im letzten Sektor ein bisschen schneller sein anscheinend, aber ja, hier schlagen wir auch ein paar. Oh Gott, das ist wieder eine langsame Kurve, okay. Aber dafür passt der Rest halbwegs. Ja, jetzt sind wir da wieder ein bisschen im Zweikampf auch drinnen noch zusätzlich. Mitnehmen, sonst wäre das ganz problematisch geworden. So, Abraham hier unterwegs, ja. 15, da sind wir gerade. Da sehe ich Iannone, ja genau, das ist eigentlich mein neuer Kandidat. Na, Spies und Iannone sind dann immer schon gleich schnell unterwegs. Das war fast ein bisschen zu spät, aber geht noch. Aber fast noch. Oh, da fährt Spies raus und auch einer von meinen Teamkollegen. Uiuiui.
So einfach wird das doch nicht. Klar, da kommt es gleich zu dritt. Überholt mich gleich in der Haarnadel hier. Ah, ist wieder nicht rausgegangen hier gegen Aoyama. Jetzt bremse ich eh schon zu spät, der überholt noch immer innen. Naja. So, da vorne könnte es dann... Ui, oi. Ja, das muss auch passen. Ah, genau, da ist die Kurve. Okay, wir kommen ein bisschen nach vor. Wunderbar, da kommt schon hier ohne. Aber es ist natürlich auch noch ein Zweikampf drinnen. Das Smith hier gegen Iannone ist auch ein bisschen Windschatten, vielleicht auch vielleicht ein Vorsprung, das ist gut. Jetzt kann uns ja keiner unmittelbar attackieren. Jetzt habe ich zu spät gebremst, aber irgendwie, Iannone, Smith haben wir aber überholt. So, wie ist er? Wo ist er da? Ah, da kommt er davon. Hier kommt er wieder gut raus, Start und Ziel nicht so. Ich will eigentlich nur Iannone überholen, alles andere sekundär. Ah, der war schon noch drin, der war schon noch drin. Rennt der Benet hier, gut unterwegs, die Kollege. So, wunderbar hier durch, jawohl. Da war Espargaro irgendwo da hinten herum, glaube ich. Oder, da, oder ist er da irgendwo? Ne. Vorne ist CG2 in Blau, sehr schön. Iannone vorbei, optimal. Da könnte jetzt Bautista kommen. Dass da vorne Espargaro ist, dann wäre er wirklich top unterwegs vor das Ding da. Was? Ja, danke, das ist natürlich... Das ist ja unglaublich. So. Ziehe ich da auch irgendwie magisch an die roten Körbs da. Könnte da vorne sein, 7 herum vielleicht, ist Espargaro, das wäre wieder mal ein super Ergebnis. Wenn das da ist, da vorne. Das ist eine blaue auf jeden Fall, also wenn dann irgendeine Yamaha vielleicht. Aber für Rossi und Lorenzo ist mir das zu weit hinten, gut, Lorenzo kann es nicht sein. Der hinten hat gerade Bebonet auf 14 überholt. Der kommt gleich von hinten, Lorenzo. So wie es ausschaut, hinten ist er schon irgendwo, Lorenzo, ja. Aber es sind auch noch Leute hinten. Der Smith greift mit an, aha. So, Vorsicht, da könnte es gefährlich werden. Oh, da sind ja alles blau hinter mir da. Aufpassen, Smith. Genau wieder in die Wiese raus, also so. Bin eh, da ist schon ein Lorenzo da hinten. Runde 4 von 10 haben wir da nur, ja, dafür ist ja die Runde ein bisschen länger. Und Rossi eine schnelle Runde nach der anderen, ist auch erster vor Marquez und Pedrosa. Bravo, vierter! Eins seiner besten Ergebnisse wird das wohl, der Vizioso-Kanzler hätten. Espargaro 8er, ja, da haben wir es.
da wieder gute Punkte machen. So, hier ohne haben wir gesagt, das ist mal unser primäres Ziel. Jetzt haben wir wieder mal unser möglicher Teamkollege fürs nächste Jahr, unter Umständen. Ja, die Brabach Ducati wäre da für den Einstieg schon ganz nett. Obwohl die Tech 3 auf jeden Fall besser ist, das muss ich mir fast überlegen. Aber da schauen wir, welche Ampel wir bekommen. Ja, hier mit Qualifying und alles, ja, aber der Deck insgesamt wahrscheinlich wird da nicht bei einer Stunde weit weg sein. Mit beiden Qualifyings drauf. So, sonst ein bisschen beschleunigt, aber ja, Stimmchen ist locker drin, glaube ich. Den könnte man sich auch noch holen. Na, es geht aber. Ja, es ist so die eine oder andere Kurve, aber so halbwegs geht's. Und oh, sehe ich schon wieder schnellste Runde. Der dreht jetzt auf. Extrem langsam hier beim Rausbeschleunigen. Aber immer nämlich, nicht so sagst du mal eine in einer Runde oder so, das wäre auch noch okay. Nein, jede Runde. Und dann ist man, er will uns wieder unbedingt einmal schlagen. Aber wird schwer für ihn, weil jetzt könnte man rankommen. Bleibt er sogar dran hier an den Vorderleuten vor ihm hier, das könnte, ja, das könnte Ben Ducati sein, glaube ich, habe jetzt nicht aufgepasst. Dovizioso wahrscheinlich. Endlich mal beide Ducatis relativ gut unterwegs, sage ich mal, für ihre Verhältnisse. Leider sind sie nicht ganz vorne dabei, das wäre ein Traum, wenn ihr Ducati... Oh, jetzt macht es schon einen Fehler, weil er sieht, wir kommen. Espargaro. Ja, wenn Ducati da in echt auch dabei wäre mit Honda und Yamaha, wenn die da relativ gleich schnell wären und dann im Idealfall, dann wenn das Zug kommt auch noch, das wäre natürlich ein Traum, wenn die alle fahren könnten um die WM oder zumindest ums Podium, sage ich mal, vielleicht nicht ganz um die WM gleich mit, aber so ums Podium und vielleicht bei den einen oder anderen Grand Prix doch mithalten können, das wäre natürlich schon geil. Ja, Crutchlow bei Ducati dann nächstes Jahr. Das könnte auch interessant werden. Entweder kommt er auch, wie die meisten, überhaupt nicht zurecht, oder es passiert irgendwie ein Wunder und ja, so wie Stoner, der das Einzige, was halbwegs eigentlich im Griff hatte, so in der letzten Zeit, witzigerweise. Und trotzdem schließt er runter. Da bin ich gespannt, wie sich Crutchlow tut. Denn mit seiner Yamaha ist er jetzt mehr oder weniger schon ins Gottes Willen. Da sind wir eigentlich schon gestorben. Lauter reden wieder nicht ganz 100% auf der Linie oben. So ist Bogaro hier, das ist natürlich sein, ja, und da können wir vorbei, ja, das tut mir leid für ihn, dass er da so schlecht programmiert wurde, aber gut, sonst wären wir ja nicht einmal so weit, muss man auch sagen. Und da kommt dann unser 4 schon wieder raus, okay. Ah, wir haben noch 3 Runden oder 4. Da 1,2 da hinten, aber Bautista kann mir jetzt gar nicht mitfahren, das wundert mich auch, das wundert mich auch. Lorenzo überholt da hinten Iannone schon, jetzt, ja. Ja, aber so schnell ist er auch wieder nicht, oder? Moment, da kämpft er wie ein Löwe, da will er jetzt wieder einmal zeigen, dass er schneller ist wie wir. Würde auch schaffen, während die Bremszone nicht drinnen.
gut, wir müssen es erst einmal schaffen. Jetzt sind wir schon mal dran, jetzt schaut es nicht gut aus für ihn. Aber wieder immer ein tolles Ergebnis mit P9 dann für ihn wahrscheinlich, aber... So schön unterwegs, die KI. Nur über die ein, zwei Blödkurven. Muss ich beim Beschleunigen vom Gas gehen, also. Naja. Ja, vielleicht so ein Realismus-Modus. Ah, jetzt habe ich da leider die Kurven geschlagen, aber es geht sich trotzdem vielleicht aus. Schauen wir mal, nach vorne bleiben wir auch. Ja, da riskiert eigentlich alles. Um wieder an uns vorbeizukommen. Ja, okay, so einfach ist doch nicht, wie es ausschaut. Reif ist doch okay für die letzten zweieinhalb Runden. Ja, Lorenzo ist noch weit weg, dann müsst ihr erst zuerst, jetzt greift er erst einmal lenken auf Pista an. Aber es sind auch zu wenig Punkte für ihn, auch wenn noch ein bisschen was gut macht. Lorenzo vorbei ein paar Pista, ja. Radar wieder kommen, da werden wir vielleicht noch Besuch bekommen, weil er fährt immer schon Kampflinie. Eigentlich interessantes Duell jetzt mit Espargaro. Witzigerweise kommt sogar die eine vorbei, aber ja, ich muss halt die Schnelle da, wo er da oder dann nach Stabziel, ist es da schon? Merkt man die Kurve, die... Ah, hier ist es nicht, hier geht er eigentlich relativ gut durch, das passt eigentlich hier. Ja, etwas langsamer, aber okay, das ist überhaupt kein Thema hier. Hört ihr schon Lorenzo, oder? Ja, 03, ja sicher höre ich ihn, da kommt er schon. Oh, der ist aber schneller wie ich sogar. Wie? Jetzt geht's in die Wiese, das ist doch zum... zum Thema, wir fahren zu dem Kollegen vorbei. Auch einmal die Kurve hier top erwischt und gleich wieder an Lorenzo vorbei. So, jetzt mein Freund der Berge, jetzt haben wir da aber noch mehr Schwung, jetzt wirst du da vorne nicht uns mehr schon schnell angreifen können. Ja, aber das muss man eben immer da konstant so schaffen. So. Dann passt ja. Ansonsten geht das nicht so einfach. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, hier die beiden Ducatis. Eineinhalb Runden noch. Ampere war gebremst, das war ganz so optimal. Aber noch nichts passiert. Da kommen schon beide. Lorenzo vorbei an Espargaro oder... Nein, das war's ja. Jetzt hat er ihn. Ja, ich habe es wieder selber verbockt. Ja, sehr schön. Ah, da macht er schön zu ihnen. Da wollte er mich blockieren.
Wir haben es relativ gut dann doch erwischt und sind innen durchgeschlupft, Gott sei Dank. Das hätte auch können blöd ausgehen. War taktisch gar nicht so schlecht von Lorenzo, aber... Boah, das ist ja wieder früher aufgestanden. Für hier nicht ganz optimal. Ah, geht aber noch, glaube ich. Ja. Aber er kann sich dort wieder irgendwo abbremsen, sicher. Schlecht leider, jetzt kommt er wieder noch näher, ja. Ja, Lorenzo könnte uns noch gefährlich werden. Ja, ich suche auf jeden Fall. Hey, da ist er schon, um Gottes Willen, ja, nein, Sturz. Das zählt nicht, mein Freund der Berge. Ah, da waren wir zu schlecht in den Kurven. Lorenzo kennt kein Pardon. Ja, jetzt ist er natürlich weg. Ah, Espargaro. Rossi gewinnt, also nicht bei Marquez weiter. Von 8 auf 10 aktuell, außer wir wollen uns jetzt noch irgendwo. Oh, da ist er! Außen oder wie? Was, wo kommt, wo hat er den Speed her? Also jetzt traut er sich nicht. Da hätte er uns fast noch hier probiert zu überholen. So, und der zweite Grand Prix ist für heute auch zu Ende. Ah genau, wir wollten uns noch anschauen, was da eigentlich mit noch rennt. Wenn wir auf den Beginn der Feierlichkeit im Park der Nähe warten, veröffentlicht ist. Start Avizioso Prado Lorenzo, da haben wir. Nehmen wir jetzt einfach mal seine Kamera. Das war jetzt irgendwo in der ersten Runde. Warum er zu Sturz gekommen ist, er ist auf Vierter. Und Quatschloh. Ganz aggressiv. Herr Pedrosa ein bisschen von der Linie. Ja, die fahren halt nicht ganz so intelligent. Da ist auch schon Lorenzo, hätte glaube ich einen Top-Speed gehabt hier zu dritt. Vielleicht hier der Sturz, wenn sie zu dritt in die Kurve gehen und... Geht noch, da wird er wieder abgedrängt. Gegen den Rennspeed. Ja, hier Lorenzo schon Zweiter. Ich glaube, das wäre doch eine Yamaha-Strecke gewesen auch. Er war auch ziemlich schnell unterwegs. Vielleicht greift er hier auf Platz 1 und dann... Ja, dann hätte er sogar können gewinnen wahrscheinlich, weil er hier bei Rossi, wenn es wirklich hier eine eher Yamaha-Strecke ist, hätte er vielleicht können Rossi da Paroli bieten, obwohl er auch Rossi sehr gut unterwegs war. Das die Rundzeit anschauen. So, jetzt schauen wir mal. Und hier irgendwo... Oder Marquez schießt ihn dann jetzt irgendwo ab. Da, da ist er außen, da ist er außen, da ist er außen. Ah, da hat er... Und jetzt schießt ihn dann ab. Ja, jetzt fällt er um. Aber da war er selber quasi ein bisschen schuld. Okay. Ja, ganz normale Rennsituation. Ja, Bradl Vierter. Gute Punkte für ihn. Dovizioso hinten. Gut für die Ducati ist Lorenzo 8er von uns. Espargaro, Bautista, Iannone, wir vor unseren Rivalen. Sehr gut. Benes, Swiss, Benz, 15er und sonst. Ja, nichts Aufregendes. Pedrosa vorbei an Lorenzo. Und die WM wird ziemlich sicher nochmal zwischen Rossi und Marquez ausgetragen. Wir auf P6, jawohl, da sind wir auf einem Crutchlow hinter Dovizioso. Also P6 am Ende wäre auch geil eigentlich. 5 ist möglich und bis 9, ja soweit wir wollen, wird es euch gefallen. Der ist aber durchaus okay. Fahren wir als bestes Gaming Bike. Das war Caro 10. Ja, da kämpft er Batista aktuell. Mit den Punkten. Und auf Yamaha 9, minus 9, ja das geht eigentlich.
Position habe ich da verpeilt, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch als einmal. Ja, möglich wäre es gewesen. Nein, nicht soziale Netzwerke. Okay. Eine Mail, okay. Da haben wir nächstes Rennen wieder P10 bekommen wahrscheinlich. Und das zeigen wir den weiter hier reisen kann. Okay. Passt. Zeitungsausschnitt. Sir Rossi. Erfolg auf der Strecke von Silverstone. Ja, Doppelsieg für Rossi, oder? Freies Rennen gewonnen. Sicher. Auch mit Vorsprung, genau. Knapp 30 Sekunden wäre schon wieder. Ja, zweimal Sieg für Rossi. Unglaublich. Baum 9. Schlägt Espargaro 10. und ist jetzt Bester im Power Electronic. Ja, das bin ich schon lang. Und Volker auf seinem Stammplatz 4, ja, okay. Ja, das war's eigentlich schon. Das war's eigentlich schon mit dem Qualifying, mit den beiden, was ich wahrscheinlich jetzt drauf lasse, weil es eh nicht allzu lang war. Schauen wir gleich noch im Kalender. Misano haben wir hier, dann Aragon, Doppelstint. 1, 2, 3 Doppelstints noch. Sehr gut. Heute, morgen ist Freitag, ja, dann sind wir nächste Woche fertig. Montag geht's. Dienstag geht dann, warten Sie mal, nächste Woche, Dienstag, Mittwoch. Ja, könnte sich bis Mittwoch ausgehen. Aragon, Sepang, Philipp, Island, Valencia, ja, Misano, genau, das könnte interessant werden. Oh, ja, ja, um Gottes Willen. Ah, ich kann nicht zurück. Na, passt. Boah. Angebote anzeigen. Aha. Sehr schön. Ja, Energy Pramac Ducati von Iannone. Monster Tech Dra, die bessere Maschine. Abraham dabei. Und auch die Pramac Racing von Ben Spies. Also es reicht anscheinend doch ein Sieg. Na wunderbar. Dann hätte ich gesagt, da werden wir eine Saison hier fahren. Auf einer der beiden Ducatis, glaube ich, nächstes Jahr. Wenn wir dann zum Schluss auch noch das Angebot bekommen. Obwohl die natürlich von der Leistung her besser wäre, aber die Ducatis ein bisschen schlechter und dann nach der Saison möglicherweise, wenn es möglich ist, eventuell ein Werksteam, aber hier werden wir wahrscheinlich noch schärfere Auflagen bekommen bezüglich Platzierung. Da wird es eher so um Platz 6 dann schon reingehen wahrscheinlich. Obwohl aber ein Sieg da von uns erwartet, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, wunderbar. Wir bleiben natürlich beim Team. Das machen wir jetzt nicht mehr, dass wir währenddessen wechseln. Wir fahren bei Aspar weiter und sichern ihm den CRT-Titel mal auf jeden Fall und so weiter und so fort. Jetzt ist es schon spät. Teaminteresse. Geht es da noch weiter, ist, dass wir da irgendwas anderes aussuchen könnten? Grissini-Team, ja, ist ja auch geil. Bradl wäre natürlich der Hit. Okay, da hat sich nichts geändert. Perfekt. So, ah, wieder Beacht, okay. Sehr optimistisch. So, mit dem Blick auf die Tabelle, Valencia, Rossi, Marquez, Pedrosa, Lorenzo, verabschiede ich mich für dieses Take und danke fürs Zuschauen, bis bald, ciao, ciao.